So, hallo ihr lieben Leute, ja, willkommen zurück zu Batman und ihr seht es schon direkt an der Lebensleiste. Ich habe im Offscreen nochmal ein bisschen durchgerannt und mit dem Ergebnis, dass wir knapp die Hälfte mehr an Leben haben, als wir das letzte Mal rein sind. Ja, ich werde jetzt einfach mal die olle Batrang und On-Hit-Attacke machen. Dürfte, glaube ich, am ehesten funktionieren, auch wenn es länger dauert. Was wundert mich echt, dass Scarecrow so viel aushält. Also, wie schon im letzten ein bis zwei Parts erklärt, Scarecrow ist eigentlich gar nicht mal so der Nahkämpfer. Ha, ich hab deinen Hut getroffen. Was sagst du dazu? Jetzt hat mein Batrank gar nicht getroffen. Okay. Gut, gut, gut. Ich mache schon ein paar Treffer mehr als vorher. Mal gucken. Aha, geht doch. Na, also. Hab doch gewusst, das klappt. Ja, also sorry, dass ich jetzt gerade noch mal ein bisschen ruhiger gewesen bin, aber auch wenn man so eine Taktik glaubt drin zu haben, muss man sich konzentrieren. Oh, Riddler. Das wird schön. Ja, ich habe mal ein paar Screenshots gesehen. Ich glaube, das ist dieses virtuelle Game, wo er mal gemacht hatte. Kommt auch mal in der Serie vor. Sehr geile Sache. Aha. Was? Ja, Maze of the Minotaurus. Genau. Sehr lustig, ich zucke ja nebenher für mich privat Legendary. Besser gesagt, ich habe es heute durchgezuckt. Und da rennen ja auch ständig Minotauren hinterher und meinen, sie müssten mir das Leben schwer machen. Könnte man jetzt sagen, ich habe Training? Eher nicht. Naja, egal. Was muss ich euch mit dem langweilen, was ich privat mache? Ihr wollt ja nur, dass ich ein Video mache, nicht wahr? Und ich kann mir jetzt direkt vorstellen, wie ihr alle heftig nickend vor dem PC sitzt. Ja, ja. Ach komm, das Geschwalle interessiert doch keinen Menschen. Mal überlegen. Taschenlampe war für Pinguin, Gasmaske für... Nehmt die mal mit. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ich meine, wenn ich für ein Rätsel futzi, für was soll das Ding dann sonst gut sein? Hey, cool. Fernsehwand. So eine will ich auch. Na gut, außer die Streifen. Rätsel. Das ist doch schön. Rätsel machen Spaß. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich da ergibt. Oh, die haben die Animation geändert. Sehr schön. Wow, das ist ja ein geiler Effekt. Also ich muss wirklich sagen, für ein NES-Spiel 1er Effekte. Na? Gehen wir mal hier längs. Aha. Kann ich da durch oder Moment? Hatte ich da nicht. Tatsache. Ha! Coole Aktion. Also muss ich mir die Dinger mal aufheben. Okay. Der Modus bringt's. Wo komme ich hier längs? Ah, hier kann ich wieder aussuchen. Ah. Okay, muss ich ab und zu mal wechseln. Sonst sehe ich nicht die Karte. Aha, hier kann ich wieder aussuchen. Ich denke mal, das dürfte die richtige Richtung sein. Und du lass mich in Frieden. So. Mal sehen, ja. So.
Du lässt dich schön auf und du geh mir nicht mit deiner Knarre auf den Geist. Ist das wieder so eine... Nein. Ich kann anscheinend davon ausgehen, dass die an den Weggabelungen keine sprengbaren Türen sind. Das war jetzt mal wieder grammatikalisch total korrekt. lass dich mal angucken. Was bist du? Ich bin eine Wand. Haha, ich block dich. Schön. Schöne Wand. Okay, hier bin ich also definitiv falsch gewesen. Ihr Typen geht mir auf den Zünder. Ich frage mich ja nur die ganze Zeit, wo fallen eigentlich die Waffen hin, nachdem ich sie weggehauen habe. Ne? Da-di-da-di-da. Ist richtig schöne... Ja. Tron-Musik, könnte man schon fast sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Film gesehen habt. Tron? Ihr dürft es ruhig zugeben, es ist keine Schande, diesen Film zu kennen. Also ich fand ihn ziemlich cool gemacht. Bin ja mal gespannt, wie Tron Legend, Legendsy werden soll, oder wie der heißt. Ne? Ja. Ist ja auch, glaube ich, wieder so mehr auf die Jugend... Aha. Getrennt? Nein, hier komme ich nicht durch. Was? Wasteland? So. Mal überlegen... Nee, hier war ich schon. Habe ich irgendwas übersehen? Gehen wir mal hier lang. Nee, Moment mal, ich gehe im Kreis, glaube ich, ja. Seltsam, seltsam. Na? Okay. Tja, super. Da verschlägt sogar mir die doofen Kommentare. Jetzt stehe ich schon wieder da, wo ich vorgestanden bin. Dadurch komme ich auch nicht. Okay, irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß nur nicht was. Irre viel Auswahlmöglichkeit habe ich ja auch nicht. Na gut, ich kann ihn vermöbeln, schmeißen oder einfach... Ja, zu breit zermatschen. Da-da-da-da-da. Du-di-du-di-du-di-da. Das macht Laune. Jetzt muss ich aber nochmal jedermann genau angucken. Na, Also ich denke mal schon, ich muss hier irgendwo hin. Seltsam, seltsam. Man muss schon sagen, vielfältig aufgebaut ist das Ding schon. Ich meine, was hatten wir bisher? Das Bombenlevel, also mit Pinguin. Hier kommt man auch noch weiter. Würde mich zwar wundern, aber nee. Okay, also irgendwie... Ich will jetzt auch nicht unnötig meine Bomben verbraten. Schwierig, schwierig, aber für was Westland?
Soll ich's wagen? Was soll's? Nee. Scheiße. Ich hoffe mal, ich habe die jetzt nicht bis zum letzten Schuss gebraucht. Ja. Benutzt den Enterhaken in einer virtuellen Welt, das wird's bringen. Oh Mann. Nochmal hier hingehen. Gab es hier einen Wegepunkt? Gab es. Aha. Aha. Mal gucken. Ich schmeiß die Mauer mit einem Kriminellen ein. Ja, das bringt mir aber auch nichts. Okay. Ich habe eindeutig was übersehen. Wo hast denn du hingeworfen? genau, da habe ich ihn hingeworfen. Okay, jetzt nochmal. Ich kann mir nicht helfen. Ja, so hört es sich an, wenn ich am Überlegen bin. Aha, hier geht's also doch wohl. Oh. Gut zu wissen. Und eine Mauer. Super. Das hat's mir jetzt gebracht. Ja, toll. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein großer Rätselfreund bin? So groß. Ja. Aha.